Ja, ich denke, so Tage, wenn wir dann mehrere Tage zusammen sind, bringt eine Mannschaft schon weiter, bringt auch eine Mannschaft noch enger zusammen. Wir haben sehr viel und sehr gut gearbeitet im Trainingslager, haben auch viel und Zusammenhalt unternommen, dadurch, dass wir eben Tag für Tag zusammen waren. Und ich denke, das Trainingslager hat schon viel gebracht, weil wir einfach generell als Mannschaft und auch mit dem Trainerteam noch enger zusammenrücken konnten und im Training auch immer Gas gegeben haben und versucht haben, uns dort schon auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Und deswegen hab ich ein positives Fazit für das Trainingslager. Ja, ich denke, in erster Linie müssen wir mit viel Engagement hier in Duisburg an die Sache gehen und viel Kampf und Leidenschaft auf den Platz bringen, um dadurch eben uns Chancen rauszuarbeiten und einfach, wir müssen mit viel mehr Leidenschaft und viel mehr Kampf in das Spiel gehen gegen Duisburg und über den Kampf, über den Willen dann auch zum Erfolg zu kommen. Ja, ich denke, wir haben uns als Mannschaft auf die Sache Duisburg konzentriert, auch letzte Woche schon. Klar hatten wir noch ein Saarland-Pokalspiel, das ging natürlich auch vor. Das haben wir mit 13:0 gewonnen und haben uns jetzt diese Woche als Mannschaft alle zusammen auf Duisburg vorbereitet, oder besser gesagt, sind noch dabei. Und ja, Duisburg ist der nächste Schritt, den wir gehen wollen. Und das ist das Wichtigste im Moment. Ja, wie gesagt, wie der Trainer schon gesagt hat, sie waren letzte Woche mit im Trainingslager, haben sich gut präsentiert, haben sich auch, denke ich, schnell und gut integriert in die Mannschaft, auch letzte Woche schon. Alle vier, muss man sagen, die da waren, haben das alle gut gemacht. Und ja, seit vorgestern dürfen wir Vito und François bei uns begrüßen. Und ich denke, die werden uns definitiv weiterhelfen mit dem Potenzial, das sie uns in den letzten Wochen gezeigt haben. Ich denke aber, richtig kann man das auch erst nach Monaten sagen, wie sie dann eben sich hier weiterentwickeln und wie das Ganze hier wird.